aus dem Buch Mr. Märchenprinz. Ja, und damit ihr mitkommt, an welcher Stelle ich da gerade bin, ich habe ja 8 Jahre lang war ich Single und habe wirklich viel erlebt, sehr unterhaltsam zu lesen. Und jetzt lerne ich den Mr. Märchenprinz gerade kennen. Und wie geht's meinem wundervollen Juwel heute? Wir schlürften Prosecco, wie an jedem der 13 gemeinsamen Abende vorher auch. Und aßen die Pralinen aus der mitgebrachten Schachtel. Und wieder fragte ich mich für genau 3 Sekunden, ob es nicht doch anmaßend war, in Gegenwart eines Weinbauern immer noch Prosecco vom Pilar in sich hineinzuschütten. Nein, nein, ich trinke selber gerne Prosecco, versuchte er mich ein weiteres Mal zu beruhigen. Und dann redeten wir viel und lange. Und umso länger der Abend dauerte, desto mehr wartete ich darauf, dass Carly mich heute endlich berühren würde. Egal wo, Hauptsache endlich irgendwo. Doch wie die unzähligen Abende davor blieb er auf seinem Sessel gegenüber sitzen und machte keine Anstalten, irgendwann auch mal meine Hand zu nehmen oder mich beiläufig zu berühren, wenn er den Prosecco nachschenkte. Nein, es passierte einfach wieder nichts. 2 Prosecco-Flaschen und man höre und staune, 8 Stunden später, also um 3 Uhr nachts, beschlossen wir natürlich immer noch gegenseitig unberührt ins Bett zu gehen. Möchtest du nun im Bett meines Sohnes schlafen? War meine erste Frage mit dem gleich darauf folgenden PS. Er könne aber auch gerne bei mir im Bett nächtigen. Wenn das für mich kein Problem ist, gerne. Super. Ich hatte eh schon lange nicht mehr gekuschelt und kuscheln tut dem ganzen Körper inklusive Seele und Geist gut, hatte ich zumindest gelesen. Und so putzten wir uns die Zähne. Also nicht zum selben Zeitpunkt, denn auch diese Stufe der Intimität sollte erst erklommen werden. Und legten uns in mein Bett. Also zumindest legte ich mich schon hinein und wartete auf Carly, denn ich hatte mir vorgenommen, egal in welches Betteck er sich wieder zurückziehen würde, ich würde mich an seine Schultern kuscheln. Und dann passierte das Ungewöhnlichste, was mir je in meinem ganzen Leben mit einem mir körperlich noch unbekannten Mann widerfahren ist. Carly steuerte auf den Sessel im Wohnzimmer zu und begann sich Stück für Stück auszuziehen. Sein Hemd, sein T-Shirt, seine Hose. Und das Ganze endete mit einer vormals weißen Feinrippmontur, bestehend aus Feinripp-Unterhemd und Feinripp-Unterhose, Modell extra breites Feinrippmuster, durch viele Waschen inzwischen ergraut und so weit aus der Form geraten, dass die viel zu weit gewordenen Unterhemdträger hier in einem Drahtkleiderbügel unmotiviert an seinen schlaffen Oberarmen herunterhingen. Und beim Blick nach weiter unten, da war die Feinrippunterhose ebenfalls schon grau und so oft gewaschen worden, dass sie Carly streng nach oben bis oberhalb des Bauchnabels hinaufgezogen hatte, wahrscheinlich begründet in der Hoffnung, sie beim Gehen nicht zu verlieren. Bling, bloing! Und die Kette in meinem rosaroten Verständnisrad zersprang wieder einmal in 2 irreparable Teile, sprich Filmriss. Ich erschrak so sehr, dass ich ad hoc verstummte und kein Wort mehr herausbrachte. Nicht einmal einen Schrei des Unmutes, getreu dem Motto, Carly, nein, das geht gar nicht, bitte zieh dich wieder an und wir versuchen es das nächste Mal von Neuem in Neuem. Nein, ich blieb stumm liegen, schluckte meine Igitt-Gefühle hinunter, redete
ein, ich sollte mich nicht an Äußerlichkeiten aufhängen und versuchte, dass die Erinnerung an diesen Anblick mit der Zeit in Luft auflösen sich würde. Und dann erlitt ich Schock Nummer 2. Anstatt dass Karin nun sein konstantes Tempo des Nicht-ins-Handeln-Kommens von den vergangenen Wochen beibehalten hätte, schien er alle Versäumnisse, und zwar des Berührens, des Küssens und den Sex, alles inklusive, innerhalb der nächsten 3 Minuten nachholen zu wollen. Vor lauter Schreck sagte ich noch weniger als schon zuvor. Ja. Und man glaubt es nicht, wie aus so einem Albtraum start tatsächlich mein Märchenprinz zum Märchenprinz geworden ist. Weil das ist ja fast unmöglich. Also ich habe mir selber gedacht, das gibt's nicht. Schluss machen, das war's. Tschüss, nie wieder. Nein, es kam ganz anders. Und wie, das liest du im Buch Mr. Märchenprinz.